Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video hier beim InWeb Master. Leute, die Hacienda, das neue DLC, Keim der Hoffnung ist schon ein paar Tage draußen. Ihr fragt euch wahrscheinlich immer noch so, kaufe ich mir das DLC? Was soll ich machen? Ja, nein, vielleicht. Anno ist momentan umsonst, also zumindest das Hauptspiel. So kann man sich erstmal überhaupt damit vertraut machen. Und das DLC aus dem Season 4 Pass sieht wie folgt aus, meine Damen und Herren. Ich spiele den Spiel schon auch im Livestream wiederum auf Twitch TV InWeb Master. Und ich würde euch auch ganz kurz mal eben kurz, ganz kurz, ja moin, das Video fangen wir nicht neu an. Ich würde euch ganz gern kurz zeigen, wie meine erste Hacienda aussieht und ob das lohnenswert ist, ob ihr das selber machen solltet, kauft ihr euch das nicht, wie auch immer. So, da ist das, mal eben gucken, wo haben wir sie denn hier? Da. So sieht, danke, 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 danke. So sieht meine erste Hacienda aus. Das Hauptgebäude, ne, ich habe leider eine ungünstige Profilfarbe, sag ich mal, erwischt. Das ist meine erste Hacienda. Und die könnt ihr natürlich auch ähnlich wie beim Palast, sag ich mal, mit verschiedenen Möglichkeiten ausstatten. Ne, da könnt ihr für euch selber erstmal entscheiden, was möchte ich haben. Ne, verringert in der Lebensmittelverbrauch finde ich ja schon mal ganz geil. Je nachdem, was ihr halt eben vorhabt, könnt ihr das halt eben optimieren. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Jornaleros und die Obreras neu zu erfinden. Also ich sag mal, es sind dann halt eben 4x4 Gebäude. Ne? Und dafür, sag ich mal, haben die aber auch ein Bedürfnis mehr. Ihr kriegt halt im Verhältnis mehr Leute rein, aber die Hälfte ist schon mal geschafft. Genau, ihr habt mehr Bedürfnisse, sag ich mal. Ihr habt Atole noch und Chilisauce zum Beispiel. Aber das Gebäude ist auch größer. Ihr könnt das ein bisschen schicker machen, sag ich mal. Es hat vielleicht keinen, ja, wie soll ich sagen, kein Vorteil in dem Sinne, es ist ineffektiv, würden manche vielleicht sogar sagen. Aber es ist schön zu bauen. Ich finde es einfach, es passt zur neuen Welt eben. Und das Schöne ist halt, ihr seht auch, hä, Getreide? Du hast hier doch gar keine Fruchtbarkeit für Getreide, sag ich mal. Und ihr könnt dann halt eben in diesem Gebäude immer wieder hier raufklicken, drückt da halt eben drauf und dann habt ihr verschiedene Module. Ihr habt verschiedene Wege, ihr habt halt eben die Unterkünfte, die wir ja gerade schon gesehen haben. Ein Lagerraum ist nichts anderes wie ein Depot auf dem Wasser, nur halt in der Stadt selber. Und da müsst ihr auch noch natürlich gucken, ihr seht es ja, jetzt leuchtet es grün, das Gebäude hier, ne, grün und rot. Es muss natürlich im Einflussbereich stehen, sonst bringt es euch halt eben nichts dann, ne? Das ist das. Und jetzt könnt ihr halt hier eben sagen, ich baue eine Farm. Ne, so wie ich sie ja quasi hier schon gebaut habe. Setz dich lieber in den Schatten, Chef. Dann könnt ihr hier unten auf Nutzpflanzen gehen und könnt halt unabhängig von den Fruchtbarkeiten hier eins von diesen ganzen Geschichten halt eben aussuchen. Und ich finde das halt eben ganz schön für Anfänger auch wie mich, die dann halt eben sagen, Mensch, okay, ich brauche halt eben Rum oder ich möchte zum Beispiel sagen, ich will die Leute mit Bier versorgen. Ne, das gibt ja auch immer noch mal ein bisschen Cash hier. Und Bier, da brauchst du halt normalerweise, ne, wer hätte es gedacht, eine Route aus der alten Welt. Oder eine Speicherstadt oder irgendwie, du musst ja dafür sorgen, dass aus der alten Welt zur neuen Welt was kommt. Das brauchst du dann einfach nicht mehr. Ob sich das lohnt, das darf sich jeder selbst ausmalen, sag ich mal. Ich selber bin immer ein Freund davon, dass jeder Bürger alles bekommt, was er will. Weil es halt einfach, ich finde es schön, du bist ja irgendwo Bürgermeister, Stadtplaner hier von dem Ganzen. Und dementsprechend finde ich das immer ganz schön, wenn die halt alles haben. So, dann kannst du halt eben sagen, gut, okay. Die Kollegen brauchen jetzt hier halt eben für Bier. Wie viel brauchen wir? Warte mal, wo habe ich das denn jetzt gerade gesehen? Da, 4 Tonnen. Das ist relativ simpel. Was habe ich also gemacht? Ich habe hier eine Brauerei gebaut. Und ihr seht auch schon, aha, Getreide und Mais. Gar nicht Hopfen und die Mälzerei selber, sondern Getreide und Mais. Ja, geil. So, was habe ich also gemacht? 2 Getreidedinger hier hingesetzt. Einmal, also Mais brauchen wir eh noch für Tortillas. Wunderbar, zack, habe ich halt eben Bier erfüllt, sag ich mal, ne? Das, was viele immer noch wissen wollten, und das ist noch relativ neu, ihr könnt oder müsst auch irgendwo, um diese Farm zu pushen, ne, ihr seht es ja hier auch, Traktoren kennt ihr ja selber schon, das gibt ja plus 200%. Und jetzt ist hier noch so ein Boost mit Dünge im Einsatz. Plus 100. Und gibt sogar noch extra Getreide. Das ist dieses Gerät hier. Ihr müsst das gar nicht direkt am Gebäude ranbauen, sondern nur im Einflussbereich, sag ich mal. Und wie macht man jetzt Dünge? Dünge macht man über den sogenannten Düngewaren. Wie heißt das Gebäude noch gleich?
Über das Düngewerk. So, und jetzt gibt es einen kleinen Zusatz. Ich habe das Gebäude hier schon. Wenn ihr hier mal draufklickt, ist es auch wieder ein Radius. Dieser Radius ist wichtig, weil ihr habt jetzt natürlich gesagt, Mensch, ich baue hier Rinderfarm und Alpakas. Diese beiden Gebäudetypen gehören nicht zur Hacienda. Die braucht ihr ja auch unabhängig auf eurer normalen Insel eigentlich, damit ihr halt eben Tortillas und so weiter bauen könnt. Aber ihr habt das jetzt hier vielleicht schon mal gesehen. Die produzieren jetzt Mist, weil ich halt dieses Gebäude hier hingesetzt habe. Dieses Düngewerk. Wenn ich das wegmache, zack, ne, seht ihr auch, jetzt produzieren die kein Mist mehr, die Pferde. Die Alpakas oder die Rinder machen halt jetzt keine AA mehr. Entschuldigung an der Stelle. Aber es ist halt einfach so. Das heißt, ihr sorgt halt eben dafür, dass ihr mindestens ein Düngewerk hier reinsetzt. Zack. Und schon fangen die Tiere halt an, Mist zu produzieren. Und der Mist wiederum wird in einem Düngewerk, sag ich mal, zu Dünger wiederum gemacht. Und dieses Dünger braucht ihr halt für den Düngersilo. Und zack, ist das halt eben ganz schnell so. Ihr seht es hier auch, dass die Produktivität deutlich anschlägt. Ne, es geht halt einfach nach oben. Und auch wenn ihr Traktoren jetzt nicht benutzt, weil ihr sagt, oh Mensch, ich habe da noch keine Erfahrung oder ich möchte das nicht. Überlegt mal, 64 Felder. Das ist gar nichts. 64 Felder Getreide. Wahnsinn. Es ist einfach cool. Es ist cool, sag ich mal, gerade wenn ihr Platzprobleme habt oder ihr sagt, Mensch, ich möchte das einfach mal testen. Ich finde das einfach eine geile Sache. Und dementsprechend könnt ihr euch da austoben, sowohl im Schönbau, sag ich mal, wenn ihr hier so richtig so ein Eventpark mit, ich habe jetzt hier auch einfach ein bisschen Schönbau gemacht mit den verschiedenen neuen Ornamenten. Die gibt es ja hier auch, ne? Obreros. Könnt ihr euch halt nochmal ein paar verschiedene Ornamente euch halt eben gönnen. Oder vielleicht auch den Eingangsbereich ein bisschen schmücken. Ich finde das ein gelungenes DLC, ein einfaches, was uns keinen nennenswerten Vorteil bringt, sag ich mal. Aber schon was, wo man sich austoben kann. Und ich finde gerade vielleicht, also es ist für jeden was dabei. Für die Rekordbauer, die werden mir wahrscheinlich sagen, so, nee Marcel, also sorry, das ist ineffizient. Ich will das Ganze nicht. Aber ich finde immer noch, es ist erfrischend. Weil, Hand aufs Herz, Leute, egal ob auf Twitch oder ihr nur Zuschauer seid, auf YouTube oder ihr spielt Singleplayer-mäßig einfach für euch. Es tut Anno 1800 einfach gut, wenn neue Inhalte kommen, die einem das Anno-Leben so ein bisschen versüßen. Weil irgendwann hast du ja ein bisschen alles erreicht und das Schönste, so finde ich, ist doch der Neuanfang. Und wenn du neu beginnst und ein bisschen die Hacienda baust, ich meine, Leute, die Rekordbau machen, die haben ja, ich will nicht sagen, alles erreicht, aber die haben halt schon viel geschafft. Die Leute, die Schönbau machen, die haben auch schon viel gebaut, gemacht, getan. Piro an der Stelle, ne? Grüße gehen raus. Und mit diesem DLC, sag ich mal, kannst du halt wieder neue Elemente mit einfügen. Und ich finde das eine klasse Sache. Dementsprechend gönnt euch das gerne. Bis zum 19. meine ich, ist noch eine Anno Free Week. Das heißt, ihr könnt euch das Hauptspiel auf jeden Fall schon mal gönnen und einfach mal in die ersten Mechaniken reinkommen. Und wenn ihr dann Bock habt und sagt, Mensch, ich habe da doch Lust zu, warum eigentlich nicht? In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf Twitch vorbeischaltet. Da werden wir... Vorbeischaltet, das ist auch gut, ne? Einschaltet meine ich natürlich. Twitch TV Invermaster. Da werden wir diesen Spielstand weitermachen. Und ja, ich freue mich auf euch. Euer Marcel.